Moin Kollege, du bist soeben mit dem RE7 17.023 aus Karlsruhe eingetroffen und wirst jene RE nur noch bis an seine Endstation Basel-Badischer Bahnhof an der deutsch-schweizerischen Grenze bringen. Unterwegs hältst du dabei in Bad Krozingen, Heitersheim, Mülheim in Baden sowie Weil am Rhein. Mache nun erstmal deinen DeSiro HC soweit fahrbereit und gebe im FIS das richtige Zugziel ein. Los geht es dann um 19.18 Uhr, vor dir geht noch der verspätete ICE 377 nach Zürich raus. Gute Fahrt, der ja sowieso nur bis Basel SBB fährt, ist bestimmt mir mal wieder hoch verspätet. Und damit heiße ich euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Train Simulator Classic Folge auf meinem Kanal Philipp LP. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, ich möchte euch gerne den DeSiro HC hier gerne zeigen, den es schon seit einiger Zeit im RailSim Forum gibt. Als Freeware, basierend auf den ÖBB CityJet mit den Doppelstock-Mittelwagen des Twin Decks von Rail Traction. Und ich möchte euch gerne ihn zeigen auf der badischen Rennbahn Basel-Mannheim, den Abschnitt Freiburg-Basel, Freiburg-Basel Reloaded. Ein Szenario von TrainFI, das ich gestern auch schon mal Probe gefahren bin. Das hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, die Aufgabe. Und ich verwende hier nicht die Ansagen, die hier mitgeliefert werden, sondern originale Ingo TTS-Ansagen. Die habe ich von einem guten Freund zur Verfügung gestellt bekommen. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ebenso auch seine TS-Einstellungen. Somit sieht der TS jetzt wirklich sehr gut aus, auch nicht mehr so überbelichtet und alles. Ja, und ich würde mal sagen, wir starten mal das Ganze. Leuchtmelder und Lautsprechertest aktiv. Bremsprobe notwendig. Bremsprobe notwendig. So, wir geben hier die Zugnummer ein 17.023. Super, und machen die Türen auf. Ja, ist auch sehr beängstigend, dass ja, wir beide einfach mal Ausfahrt haben. Der ICE fährt ja eh voraus. Da haben wir auch noch, wir auch Ausfahrt. Sehr interessant. TS halt. So. So. Ja, Freiburg im Breisgau. Eine Stadt in der Nähe der deutsch-französischen Grenze. Hier ist auch der Ausgangspunkt der Höllentalbahn in den Schwarzwald hinein, Richtung Neustadt im Schwarzwald und weiter in Richtung Donaueschingen an der Badischen Schwarzwaldbahn gelegen, von Offenburg nach Konstanz. Ebenso in Titisee abzweigend von der Höllentalbahn die Dreiseenbahn über Feldberg-Bärental nach Seebrugg am Schluchsee. In der Gegenrichtung geht es dann halt in Richtung, ja, Offenburg, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, also Richtung Norden. Ebenso auch abzweigend über die Kaiserstuhlbahn in Richtung Rigel am Kaiserstuhl. Auch eine sehr schöne Landschaft. Ja, zeige ich euch mal den DeSiro HC mal von außen. Haben wir auch, die Anzeige ist auch gleich drin. Warum hier da diese Nummer, weiß ich auch nicht. Sieht auch gut aus, finde ich persönlich. Passt. Haben wir ja mal gar keinen Bügel, okay. Hat man sich einen Bügel hier gespart oder was? Ja, okay. Weiß ich nicht, ob das so sein muss oder ist. Keine Ahnung. Ja, hier haben wir auch das originale Bewegt-Logo-Sitzmuster hier drauf. Allerdings sind das natürlich nicht die originalen Sitze. Hier haben wir auch eine Innenanzeige verbaut, allerdings nur als Dummy. Da kommt ein Hamster, 1440 gibt es ja leider noch nicht. Der kommt aber auch irgendwann. Wie gesagt, Link zu dem Zug schicke ich euch in die Videobeschreibung, genauso wie für die Aufgabe. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in unserem Zug. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. DB Regio fährt für bewegt. Meine Damen und Herren,
Um entspannt zu reisen, nutzen Sie für Informationen und zum Fahrscheinkauf einfach unseren DB-Navigator. Mehr Informationen erhalten Sie im Internet auf bahn.de unter DB-Navigator. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Zug von DB Regio in Richtung Basel, Badischer Bahnhof. War da gerade kein Sound? Ach, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. SIFA. Überquert jetzt die Höllentalbahn in Richtung Neustadt unsere Strecke. SIFA. Zu Freiburg Basel reloadet ist wirklich echt super. Also. Die gibt es auch schon sehr lange für den TS, das Add-on, ne? Also das. SIFA. SIFA. Ich finde diese TTS-Ingo-Ansagen immer echt geil. Manchmal auch sehr lustig. Also das ist schon echt manchmal lustig, was da rausspuckt. SIFA. Hamster. Ja gut, gibt's ja keinen anderen Zug, deswegen fährt ihr Hamster rum. Alter, warten, was ist das hier jetzt wieder? Gleich schon die zwei anrufen hier. Ja, von rechts kommt die Güterumgehungsbahn. SIFA. Ich sehe das nicht. Gerade war kein Sound, Außenaufnahme drin wieder. Ich kapiere das nicht. Also das ist TS manchmal wirklich, also da... Ja, jetzt müssen wir ja noch einen Güterzug abwarten. Was ist das denn hier, ey? Das ist schon fast wie in echt bei mir da. Zack. Junge, Junge, Junge. Ja, moin. Oh, zack, geht weiter. Ah, es ist Sound. Ah, egal. Mysteriös alles manchmal. SIFA. SIFA.
Ja, ich bin wie gesagt gespannt. Für den Train Simulator kündigt sich ja aktuell auch nicht so viel Neues an. Ne? Also das finde ich auch ein bisschen schade. SIFA. Ah, ich bin doch noch wach, also nicht so penetrant. Fände ich schöner, dass wäre geiler, wenn der SIFA-Leuchtmelder erstmal leuchtet, dann die Stimme kommt. Kann man ein bisschen drauf reagieren, aber nicht gleich sofort, ja, hier, drück mich, weißt du. Das würde mir persönlich ein bisschen auch auf den Sack gehen. SIFA. Fände ich auch schöner, wenn die mal bis Offenburg verlängern würden. Da könnte man ja wenigstens von Frankfurt bis Basel fahren. Das wäre geil. Moin. Das wäre schon was. SIFA. Sie bitte die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Links die Strecke aus dem Münstertal. SIFA. Glaube ich zumindest. Ich meine, das ist nicht aus dem Münstertal. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Hier Bad Krozingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Piep. Zug in Richtung Basel, Badischer Bahnhof. Nächste Station Heitersheim. Liebe Fahrgäste, bitte räumen Sie bei hohem Reisendenaufkommen die Sitzplätze von Ihrem Gepäck frei. Vielen Dank. Weiter geht's. Nächster Halt Heitersheim. Auing. Ah, der hat auch sehr gute Bremsen, der Zero HC, ne? Also, ich bin ihn schon einmal gefahren.
War jetzt halt nicht so schnell mit 160 oder so, aber der hat schon echt Hochleistungsbremse, muss man echt schon sagen. Also ja, muss der auch, wenn er im Ruhrgebiet da fährt, ne, die Fahrzeiten sind da so straff, da zählt jede Minute. Gerade auch, wenn du da so ein ICE mal vorbeilassen muss und du dann die Verspätung rausfahren willst, dann ist das schon mal ganz hilfreich, ne? Je nachdem natürlich, wie die Schienenverhältnisse sind, ne? Das trägt ja auch immer dazu bei. Moin, Güterzüge, schon gut gesehen hier. Abendhimmel hier richtig cool gemacht. Der böse Hufabschnitt hier. Da gehe ich doch schon mal ganz gern mal früher runter. Schön auch die alten AV-Signale hier, ehrlich. Sie fahr. Auf 160 werden wir jetzt nicht mehr beschleunigen, weil der Halt kommt ja jetzt schon. Nächster Halt, Heidersheim. Liebe Fahrgäste, bitte räumen Sie bei hohem Reisendenaufkommen die Sitzplätze von Ihrem Gepäck frei. Vielen Dank. Dann sind wir hier 31. Sie fahren. Ja. Hier Heidersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, passt. Ja, wenn du zwei Einheiten, dann musst du schon mal bis ganz vorne fahren. Das ist ja genauer darauf abgestimmt. Schönes Fahrzeug. Schade, dass wir den nicht bestellt haben. Den Desiro HC, der wäre schon richtig cool gewesen. Also der Führerstand ist auch wirklich sehr groß, muss man sagen. Zug in Richtung Basel, Badischer Bahnhof. Nächste Station, Mülheim in Baden. Liebe Fahrgäste, in unserem Zug gilt die 3G-Regel. Bitte führen Sie einen gültigen 3G-Nachweis mit. Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen zur Maskenpflicht in unseren Zügen und an den Bahnhöfen. Vielen Dank. Für Informationen zu Ihren Anschlusszügen, beachten Sie bitte die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Sie fahren. Ich bin mal gespannt, für Busbetriebssimulator gibt es ja wieder hier dieses Oster-Event ab Donnerstag und so. Macht natürlich nur Sinn, wenn man halt viel fährt, aber wäre natürlich auch schön, wenn es eine neue Karte gibt oder sowas, dass man da sagt, ah ja, das passt ja gerade Oster-Event, da kann ich mal die neue Karte mal fahren, tue ich was Gutes für den Betrieb. Aber ja, wenn da natürlich nichts Neues kommt, dann werde ich definitiv auch nicht so viel fahren. Weil irgendwann hängt dir da irgendwann jede Karte zum Hals raus. Deswegen, also da muss ich auch mal was tun in der Umsi-Szene, dass wieder was Neues kommt an Karten. Sie ist ja nix.
fahren übrigens über die alte Strecke, nicht durch den Katzenbergtunnel. Zu Ihren Anschlusszügen beachten Sie bitte die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Hier Mülheim in Baden. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Piep. Ist doch schon wieder so kalt geworden draußen, ey. Ja, nächste Woche soll es ja wärmer werden. Ja, ich hoffe, dass es mal endlich mal wieder ein bisschen höher gehen, die Temperaturen, weil ich bin ja schon froh, dass die Sonne scheint. Weil dieses dunkle, triste Wetter, da kriege ich echt Depressionen. Da werde ich echt... Ja, alles klar. Passt. Zug in Richtung Basel, Badischer Bahnhof. Nächste Station, Weil am Rhein. Liebe Fahrgäste, in unserem Zug gilt die 3G-Regel. Bitte führen Sie einen gültigen 3G-Nachweis mit. Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen zur Maskenpflicht in unseren Zügen und an den Bahnhöfen. Vielen Dank. Für Informationen zu Ihren Anschlusszügen beachten Sie bitte die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Rechts abzweigend die Strecke nach Neuenburg-Mühlhausen in Frankreich. Der schönste Abschnitt beginnt ja gleich hinter Rheinweiler. Dort wird es kurvenreich. Fahren wir auch durch ein paar Tunnel.
durch. Das ist eigentlich so der schönste Abschnitt in diesem Add-on. Und das ist ja hier nichts Spektakuläres. Es geht ja hier eigentlich nur geradeaus. Stelle zum Katzenbergtunnel. Sie fahren. Wie gesagt, wer dieses Add-on nicht hat, den kann man auch befahren in diesem Add-on. Also R für Rheinweiler, ZS2 Voranzeiger. Warum sehen meine Augen schon wieder einen Halt erwarten? KS2 hier, was soll denn bitte? Gleich rufe ich die 1 an. Was ist das hier? Wie kann das sein? Sie fahr. Also falls man mich fragt, ich habe schon mal die 1 angerufen. Ich habe die da auch mal zur Sau gemacht. Was heißt zur Sau gemacht, aber gesagt, was das überhaupt soll da. Sie fahr. Sie fahr. So, was ist hier jetzt wieder los? Zack. Fahren wir mal 80, mal gucken, was passiert. Schon wieder. Halt erwarten. Lecker.
schön. Freude auf. Sie fahr. Das ist der Katzenbergtunnel. Sie fahr. Sie fahr. Ja. Am Star wieder. Sie fahr. Sie fahr. Aber das ist Isik von Bad Bellingen. Nö, passt. War richtig. Sie fahr. Nee, da war ein SBK. Passt. Ja, richtig, meine ich doch. Bad Bellingen, Durchfahrt. Sie fahr. Ja. Nehmen wir mal ein bisschen Stoff. Geht ja eh nur 100. Passt. Ja. Sie fahren. Sehe ich schon KS2. Schön durch die Abenddämmerung hier zu fahren. Schoche. Sie fahr. Ja, wir haben jetzt zwar keine Beeinflussung gekriegt. Es kann natürlich sein, dass er auf VR1 umgesprungen ist. Aber unsere letzte... letzte Erkennung war halt erwarten. Und dementsprechend
werden wir jetzt so lange eine niedrige Geschwindigkeit fahren, bis wir die Stellung des darauffolgenden Hauptsignals erkennen. In dem Fall das Ausfahrsignal für Rheinweiler. SIFA. Da haben wir auch den Fahrtanzeiger, da kann man sich auch natürlich orientieren, aber allerdings ist dort auch nur bis höchstens 40 km/h, bis man die Stellung des Hauptsignals erkennt. Da haben wir sie auch und können nun auf 70 aufschalten. SIFA. Das ist hier die Kurve, die berüchtigte Kurve, wo eine 103 entgleist ist mit dem D-Zug. Das war einer der ersten 103er, die ausgemustert werden musste. Ich glaube sogar noch an Ort und Stelle. Das war, glaube ich, die 103, 106. Die ist dann hier entgleist, weil der Zug mit überhöhter Geschwindigkeit in die Rheinweiler-Kurve fuhr. Und dementsprechend entgleist ist. Brauchen wir nicht beschleunigen, da hätten sich auch schon wieder Halter warten. Das lohnt sich halt nicht. So die Nullstellung, die Rasterstellung, dann hält er immer die Geschwindigkeit. Sie brauchen nicht immer den Tempomaten hier benutzen. Mit Shift A, glaube ich, ist das. Spart man sich dadurch. Der gefällt mir am meisten, an den Felsen hier entlang. Kurvenreich, man sieht was. Bereitstelle. Gleich am berühmten Isteiner Klotz vorbei. So wie ich gehört habe, der TTS Ingo betont das hier Istein, meine ich. Istein. Das heißt ja eigentlich Istein.
Ganz markante Punkte hier. SIFA. Jetzt durchfahren wir den Bahnhof von Effringenkirchen. Jetzt wechseln wir einmal hier das Gleis. Und zwar auf das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung. Wahrscheinlich werden wir hier den Güterzug überholen und fahren ein Stück im Gegengleis. Ist ja alles hier voll signalisiert. Patsch! Ah, da ist ja der Übeltäter. SIFA. Ja, ist natürlich schön, wie der TS hier den weichen Bereich nicht erkennt, ne? Beziehungsweise hier halt die Geschwindigkeiten, weil wir in einem Bahnhof sind, von bis zum nächsten Hauptsignal. Das erkennt er halt nicht. Aber ist halt TS. SIFA. Zelle 6. Ab ins Gegengleis. Feine Sache. Ja, das ist mein Headset. Es meldet sich, ob er jetzt geladen werden möchte. Ja, das meldet sich ja schon, wenn 15% nur noch Ladung ist. SIFA. Links kommt gleich wieder die Schnellfahrstrecke aus dem Katzenbergtunnel. SIFA.
fahren wir den Bahnhof von Haltingen, Ausgangspunkt des Skandali, eine Museumsbahn, Skandertal. Ja, siehst du, der Güterzug hat auch schon, er fährt ja in den Güterbahnhof da, Haltingen, Weil am Rhein da. Darin. Gäste, in unserem Zug gilt die 3G-Regel. Bitte führen Sie einen gültigen 3G-Nachweis mit. Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen zur Maskenpflicht in unseren Zügen und an den Bahnhöfen. Vielen Dank. Für Informationen zu Ihren Anschlusszügen beachten Sie bitte die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Längs abzweigend die Strecke der S5 der S-Bahn Basel nach Lörrach-Zelle-Wiesenthal. SIFA. Ah, der Gegenkurs. SIFA. Ah, sehr gut. Hier, Weil am Rhein. Oh, S5 fährt ab. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. S5, tschüss. Ja, der flirt. Irgendwie spinnt er wieder rum hier, also. Weiß ich auch nicht warum. Noch ein sehr lustiger Bahnsteig hier. Zug in Richtung Basel, Badischer Bahnhof. Nächste Station, Basel, Badischer Bahnhof. Liebe Fahrgäste, in unserem Zug gilt die 3G-Regel. Bitte führen Sie einen gültigen 3G-Nachweis mit.
Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen zur Maskenpflicht in unseren Zügen und an den Bahnhöfen. Vielen Dank. Für Informationen zu Ihren Anschlusszügen beachten Sie bitte die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr sowie zum Fernverkehr. Sie fahr. Change here for regional and long distance services. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen und würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord unserer Züge begrüßen zu dürfen. Schön. Ja, Ingo finde ich angenehm. Also sehr angenehm, wenn er spricht. Oder auch Peter Wachsmann hier von S-Bahn Rhein-Ruhr da mit den Flirt 3-Triebzügen. Oder halt Markus Asmus zum Beispiel. Ja. Finde ich sehr angenehm. Ja, in Basel, Badischer Bahnhof endet das Let's Play mit dem Desiro HC nach Basel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar drunter schreibt. Nächster Halt, Basel, Badischer Bahnhof. Liebe Fahrgäste, in unserem Zug gilt die 3G-Regel. Yo. Bitte führen Sie einen gültigen 3G-Nachweis mit. Beachten Sie die gesetzlichen Regelungen zur Maskenpflicht in unseren Zügen und an den Bahnhöfen. Vielen Dank. Für Informationen zu Ihren Anschlusszügen beachten Sie bitte die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen auf dem Bahnsteig. Schlecht. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr sowie zum Fernverkehr. Change here. For regional and long distance services. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen und würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord unserer Züge begrüßen zu dürfen. Ja, mir hat Spaß gemacht, das Szenario für euch zu fahren. Die Fahrt war auch sehr schön, sehr angenehmes Szenario mit bisschen Stop and Go. Das gehört sich auch so, dass man auch ein bisschen was zu tun hat. Ein bisschen herausfordernd. Ja gut, Weil am Rhein hat er jetzt ein X gemacht, aber das ist mir auch egal. Sie fahr. Ja, der Flirt weiß ich, aber vielleicht muss ich ihn wieder neu installieren. Ach. Das ist auch so ein Problemfahrzeug, der Flirt 3 von Christians. Ich fahre ihn sehr ungerne. Da müsste es auch mal so ein Remake geben oder sowas. Sie fahr. Hier. Basel, Badischer Bahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen und würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord unserer Züge begrüßen zu dürfen. Gut gemacht. Damit endet das Szenario hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gruß, Trainer. Ja, mein Headset ist da jetzt wohl auch ausgegangen. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und wenn wir uns nicht mehr hören, frohe Ostern. Fleißig Eier suchen. Macht's gut. Ciao.